Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 21. März. Heute habe ich dabei Uber, Softbank, Smartphones, Router und Snapchat. Eigentlich ist das schon eine Folge der schlechten Nachrichten, ihr werdet es merken. Fangen wir direkt mit Uber an. Bei Uber geht es eh schon drunter und drüber in den letzten Wochen und Monaten. Und nun ist der Präsident gegangen. Das ist Jeff Jones, der war weniger als ein Jahr jetzt Präsident von Uber, also die Nummer 2 in der Firma. Er kam vom amerikanischen Supermarktriesen Target und ja, der kann sich nicht mal mit der Führung des Unternehmens identifizieren und hat die Konsequenzen daraus gezogen. Davor ziehe ich persönlich auch den Hut. Und Uber muss sich jetzt einen neuen Präsidenten suchen. Die waren zwar eh schon auf der Suche nach einem COO, also einem Chief Operating Officer, welches auch wieder nicht unbedingt Macht, aber schon irgendwie die Position des Präsidenten angegriffen hätte. Und vielleicht hat das auch damit zu tun gehabt, dass er jetzt gegangen ist. Nichtsdestotrotz, ein bisschen Chaos in der Führung kriege. Und mit einer guten Nachricht, ich wollte sagen, guten Nachricht, nein, mit einer schlechten Nachricht ist das bei Uber nämlich nicht getan. Denn ich habe noch eine weitere. Ein Leak. Uber hat einen eigenen Leak jetzt, denn interne Dokumente sind aufgetaucht, die belegen, dass die Tests mit selbstfahrenden Autos, die Uber gemacht hat, eben nicht so reibungslos verlaufen, wie sich die Firma das wahrscheinlich wünschen würde. Denn relativ häufig mussten Menschen bei den Tests eingreifen und die Autos fahren eben nicht so reibungslos von alleine ohne einen Fahrer rum, wie Uber sich das wahrscheinlich wünscht und für die Zukunft des Geschäftsmodells auch wichtig ansieht. Und das ist jetzt eben rausgekommen und eben die zweite schlechte Nachricht am heutigen Tage, die ich hier zu Uber zu verbreiten habe. Aber wie gesagt, die schlechten Nachrichten habe ich jetzt wirklich am laufenden Band, denn Softbank, die sind nämlich jetzt bei Andy Rubin ausgestiegen. Andy Rubin, das ist der, nennen wir ihn mal Erfinder von Android, der Android dann auch an Google verkauft hat. Der war dabei, ein neues Startup zu gründen und wollte da mit Samsung und Apple angreifen mit einem High-End-Smartphone. Da wollte Softbank 100 Millionen zugeben, das Unternehmen damit mit einer Milliarde bewerten und auch die Präsenz, die Softbank in Asien hat, auch mit einbringen, was natürlich auch gut gewesen wäre für das junge Unternehmen. Und da sind die jetzt raus. Also keine 100 plus Millionen für Andy Rubin. Er muss jetzt gucken, wo er das Geld herkriegt und Softbank ist erstmal außen vor. Details dazu gibt es auch noch nicht, aber da wird bestimmt noch was rauskommen, denke ich mir. Denn mal so eben trifft man so eine Entscheidung auch nicht. Und springen wir gleich mal zu den weiteren schlechten Nachrichten. Smartphones, Routern und Co. droht ein EU-weites Verkaufsverbot. Da wundert man sich, woran liegt's? Es liegt an den fehlenden Normen. Werden Normen benötigt, dafür gibt es auch Grundlagen und die sind bislang gar nicht etabliert worden. Und somit steht uns ein eventuelles Chaos bevor, das im Juni dann stattfindet, wenn eigentlich diese Normen eingehalten werden müssen, die aber nicht existieren. Das Gesamte ist sehr verworren und eigentlich schon wieder witzig, wenn es nicht so traurig wäre. Und von daher empfehle ich euch da den Link in den Shownotes zu dem Artikel von den Kollegen von Mobile Geeks, die das noch ein bisschen erklärt haben. Also da fasst man sich auch wieder echt an den Kopf. Dann machen wir noch eine gute Nachricht zum Ende und das ist Snapchat. Snapchat, also der Aktienkurs derzeit, ist immer noch eher in Richtung Ausgabekurs, noch nicht mal, also unter dem Ausgabekurs, sondern in der Bewertung, wo man die Aktie bezeichnen konnte, und die brauchen dringend gute Nachrichten. Und eine gute Nachricht im weitesten Sinne ist jetzt die Zusammenarbeit mit der Australian Football League, der AFL. Und also da geht es eher so nicht um unseren Fußball, sondern eher um diesen American Football. Und Snapchat hat ja durchaus schon in Amerika mit der NFL, mit der NBA zusammengearbeitet oder in England mit der Premier League im Fußball. Die haben nun die Partnerschaft mit der AFL in Australien angetreten und werden dort halt auch weitaus aktiver sein, Inhalte auf der Plattform publizieren und natürlich auch den ganzen Stadien entsprechende Geofilter präsentieren.
wie das für sich dann wirklich auswirkt auf die Nutzung von Snapchat in Australien. Wir werden es sehen, denn das werden wir ja jetzt auch besser erfahren, denn dadurch, dass Snapchat nun börsennotiert ist, gibt es natürlich die Reports, die im Quartal eingehalten werden müssen. Und da wird man beim nächsten Mal ein bisschen genauer drauf gucken. Ja, und das war's dann auch schon für heute. Ich hoffe, morgen habe ich mehr positive Nachrichten und freue mich drauf, wenn ihr zuhört. Wünsche euch einen guten Start in den Tag und ich hoffe, wie gesagt, wir hören uns morgen. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.